mache es auch ganz kurz. Ich wollte nur kurz begründen, warum ich diesem Bauplan nicht zustimmen können und ihn ablehnen. Weil es ja auch ein Bebauungsplan ist, wo direkt das Land Hessen mit einbezogen ist. Das heißt, gerade da müsste man denken, dass die Anforderungen an Klimaschutz die höchsten sind, wenn man schon neu baut und Bebauungspläne aufstellt. Das sehen wir aber im vorliegenden Fall nicht so. Es ist ja auch direkt in der Begründung schon bei der Umweltrelevanz, wo es heißt, mit der geplanten Entwicklung geht auf dem Grundstück knapp 5000 Quadratmeter bis ja unversiegelte Bodenfläche und 63 Bäume unterschiedlicher Größen verloren. Die Eingriffe können nur im begrenzten Umfang am Standort ausgeglichen werden. Das heißt, es sind ja eh außenrum noch Bäume, es sind auch 15 neue Baumstandorte geplant. Das ist, natürlich kann man nicht immer verhindern, dass irgendwo was versiegelt wird. Die Frage ist halt, ob die Ausgleichsmaßnahmen so sind, dass sie uns dem Ziel der Klimaneutralität 2030 näher hinführen oder nicht. Und das heißt dann eben weiter, also was ich ein bisschen ärgerlich auch finde, dass es eben heißt, eine Klimarelevanzprüfung war ja noch nicht erforderlich, weil der Beschluss erst im April 2024 war. Da möchte ich nur einfach nochmal darauf hinweisen. Es ist 2019 gewesen, dass wir beschlossen haben, dass wir die Klimaneutralität 2030 erreichen wollen. Und schon in diesem Beschluss war der Satz, jede Entscheidung der kommunalen Selbstverwaltung wird künftig auf diese Zielvereinbarung, Zielerreichung hin überprüft werden. Dass es einfach 5 Jahre gedauert hat, bis die Klimarelevanzprüfung mit der Tabelle fertig war, ist die eine Sache, aber man kann trotzdem schon vorher beurteilen bei jeder Entscheidung. Und da meine ich auch nicht nur Bebauungspläne, sondern da meine ich tatsächlich jede, wie weit führt uns das weg von dem Ziel und wie sehr bringt uns das näher hin. Und ich merke, dass einige die Augen rollen, wenn wir über Bebauungsplan, über Klima reden. Und ja, ich finde es auch ätzend, weil uns halt einfach jede Versiegelung noch weiter von diesem Ziel wegführen wird und es einfach direkte Folgen haben wird. Das werden die nächsten Generationen richtig ätzend finden, wenn wir einfach das Hochwasser und die Hitzesommer zunehmen. Von daher einfach nochmal hier der Hinweis, wir werden uns da nicht irgendwie dran gewöhnen, dass man halt sagt, na, es ist halt ein Bebauungsplan, es ist ein langes Verfahren, es ist hier das Land Hessen und da könnten wir nämlich sehr viel höhere Anforderungen stellen. Und da ist es bestimmt nicht so.